Was geht, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zum Dienstags-Livestream. So, kurzes Intro hier. Moin Muchi, wie geht's dir? Alles gut? So, wir zocken heute wieder eine Runde LC-Content und ja, wo haben wir letztes Mal aufgehört? Wir haben aufgehört im GDS. Oh, perfekt, direkt einen Pfeil gekriegt. Nice. Danke der, wer auch immer den Pfeil gerade geschossen hat. Ja, 21 plus 15 Waffe. Ja, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen an Money kommen. Und ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Wo können wir hingehen? Und mir ist tatsächlich nichts Besseres eingefallen mit dieser 21 plus 15 Waffe. Und dürfen wir ja nicht vergessen, wir haben dieses 50er Rüstungsset in plus 10, was wir durch die Lehre gekriegt haben. GDS. GDS, Giftraum. Das ist tatsächlich gerade so das Einzige, was mir eingefallen ist. Wir können auf jeden Fall nochmal in Marktschreier gucken. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt die Waffe noch da ist. Wir suchen einfach mal nach allen Klassen. Levelbereich nehmen wir 33 bis 69. Ich wollte gerade schon auf plus 15 stellen, aber es ist gar nicht notwendig. Es ist sehr überschaubar. Okay, die plus 15 Waffe ist schon gar nicht mehr drin. Allerdings ist hier eine 69 plus 30 mit Element. Aber für 1,2 Milliarden. Gut, da sind wir sehr, wirklich sehr weit von entfernt. Da können wir nichts großartig mitmachen. Wir haben noch Mondsteinkisten. Ich würde sagen, zum Ende des Streams hin. Moin Ivo. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Zum Ende des Streams werden wir dann die Mondsteinkisten in Marktschreier packen. Wir schauen einfach mal, was noch so ein bisschen dazu kommt. Aber wie gesagt, heute wird wahrscheinlich All Day GDS am Start sein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch Beshi-Buffs organisiert kriegen. Ich war tatsächlich gerade schon auf 5. Da war kein Beshi am Start. Beim Tiertrainer ist jetzt auch gerade nichts. Aber unser Pony, hat er tatsächlich noch ein Level-Up gehabt. Und da können wir noch einen Statuspunkt in Rüstung machen. Was bringt uns das? 1042 Rüstung. 8 Rüstung dazugekriegt, immerhin. Ja, in dem Levelbereich gar nicht so verkehrt. Moin Q, wie geht's? Herzlich willkommen. Welcher Server ist das eigentlich? Das ist der offizielle Gamigo-Server Ternova. Auf Ternova spielen wir. Habe ich nicht beim letzten Stream geskillt? Na komm. Ach, und mir fällt ein, Chat. Mir fällt absolut ein. Wir stehen 2,13 Level vor der Arbus-Quest-Reihe. Ich habe noch keine Waffe. Oh, holy shit, Mann. Ich habe noch keine Waffe, kein Element und ich habe noch nicht mal ein PSZ. Schauen wir mal eben. Im Marktschreier ist auch tatsächlich gar nichts drin oder suche ich gerade einfach nur falsch? Es ist nichts drin. Es ist nichts drin. Schauen wir mal eben bei den Spielershops. Ich habe gerade absolut keinen Plan, was ein Skillzauber kostet. Natürlich legendär nach Möglichkeit. Astix! Vielen, vielen Dank für dein T1-Sub im 6. Monat. Holy, danke dir, Digga. Und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Titan wann? Na, gute Frage, nächste Frage. Ich hasse dieses Projekt jetzt schon. Da hast du ja wieder Bock auf LC. Tja, was soll ich sagen? Dann hop einloggen. Ich schaue auch gleich mal eben ganz schnell, welches Levelbereich die Quest hat. Also von bis. Ich denke nicht, dass wir in diesem Stream heute die 60er Abus-Quest machen. Mal gucken. Reinige das Gewölbe. Genau. Okay, 60 bis 75. Das heißt, wir haben noch viel Zeit. Müssen wir mal gucken, was wir uns dann für eine Waffe organisieren, weil ich glaube nicht,
Ich weiß nicht, ob von euch jemand schon mal mit einer 21 plus 15 ohne Element Armus down gekloppt hat. Wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Sollen wir mal gucken. Wir gehen zum guten alten Hyrein. Passion to Rule. Danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Und übrigens, der Mert, auch dir, danke für dein Follow. Falls du da bist, du bist nicht in Vergessenheit geraten. So, ich wollte gerade schon sagen, wir hauen uns in Hermes rein. Allerdings nehmen wir den günstigen Hermes, den ja. Der hält auch leider nicht so lange. Achso, und nochmal kurz ein Grafikfehler, ein Self-Buff. Bleibt ja aktuell nichts anderes übrig, als auf 65 zu grinden und bei den Spinnen zu farmen. Das wäre tatsächlich mein Plan gewesen. Allerdings, ich muss gucken, was ich rüstungstechnisch mache. Ich könnte halt absolut ein Element gebrauchen, ne? Auch wenn es nur ein Einser ist für die Brust. Aber wobei halt Einser draufsockeln, ist halt auch schon teuer, ne? Kostet halt eine Million einfach. Eine Million ist gerade für mich am Anfang sehr, sehr viel Gold. Muss ich mal gucken, was ich mit der Rüstung mache. Weil die Spinnen tun Aua. Das ist übrigens, ne, Lifehack, also für alle, die das GDS noch nie richtig gespielt haben. Hier droppt halt Heilung Giftgas. Und hier vorne, das ist ja der Giftraum, da kann man das dann einfach benutzen und dann verschwindet dieser Debuff. Kann ich euch gleich mal zeigen. Und vor allen Dingen muss ich bald auch mal eine XP-Sperre reinmachen, um an Gildenskills zu kommen. Ich denke, ich werde das machen, wenn ich hier irgendwo Igni krieg. Denke, das ist die beste Möglichkeit, weil es den Damage auf jeden Fall extrem erhöht. Gerade im GDS kriegt man sehr schnell sein Igni zusammen. Und dann denke ich mal, ist es gar nicht so verkehrt. Dann werde ich die Punkte bestimmt relativ zügig zusammenkriegen. Mal schauen. So, und zwar, wir sehen, ne, hier, Giftbuff, also wenn der abläuft, tot, egal wie viel HP man hat, zack, Gift weg. Jetzt kann ich ja unendlich lange drin bleiben, jetzt kann ich hier AFK gehen und in 3 Stunden wiederkommen. Eventuell findet sich ja am Samstag im Stream eine Gruppe für Monster-Combo. Da muss ich mal gucken. Wir wollten ja dann auch nochmal voten, ne? Also ich denke, das werden wir dann Samstag machen, wenn es wirklich dann akut auch auf dem Plan steht. Und zwar ging es darum, wir haben ja jetzt, beim letzten Mal haben wir Monster-Combo gemacht. Und ja, es fing dann halt an, dass einige Leute, dann, die drin waren, halt gesagt haben so, yo, ich brauche die Münzen nicht so, ne? Kannst du behalten. So, dann habe ich das halt so gemacht, dass ich, innerhalb der Gruppe, die übrig geblieben ist, es waren, glaube ich, 4 oder 5 Leute, da habe ich die Meistermünzen dann gerecht aufgeteilt. Also ich habe es jetzt nicht in meine eigene Tasche gewirtschaftet. Und ja, es wäre vielleicht fair, weil es könnte ja passieren, dass ich mit 7 anderen Leuten quasi in der Gruppe bin, ein Monster-Kombo mache. Level up, GG. Und alle 7 Leute sagen so, yo, ich brauche die Münzen nicht. So, da brauche ich halt mit keinem teilen, ne? Weißt du, wie ich meine? Und dann hätte ich für einen Run irgendwie, keine Ahnung, 200 Münzen oder irgendwie sowas, ne? Deswegen, also finde ich das eine gute Idee, damit es auch fair ist, Schwierigkeitsgrad so ein bisschen erhalten bleibt, dass wir dann einfach mal voten, wie viele Münzen ich behalten darf. Und alles, was darüber geht, also ihr könnt dann sagen so, yo, ich will meine Münzen nicht, vollkommen okay. Dann werde ich das einfach so machen, dass ich die Münzen einbehalte. Dann werde ich das kurz umrechnen oder ausrechnen, wie viele überbleiben. Und ich habe ja ein Kontingent, wo ich halt x-mal im Monat, x-mal pro Woche in die Combo kann, was festgelegt wurde. Also 5-mal darf ich pro Woche in die Combo. Und alles das, was an Münzen überbleibt, werde ich dann einmal im Monat im Livestream dann verlosen an Münzen. Da werden vielleicht dann ein paar hundert Münzen überbleiben.
und weiß nicht, irgendwelche Neulinge oder sowas, die keine Ketten haben, die werden sich wahrscheinlich ultra freuen, wenn vielleicht die ein oder andere gute Kette dann rausziehen können vielleicht. Ich denke, das ist eine gute Sache. Müssen wir dann halt nur mal gucken, wie viele ich behalten darf. Also ich dachte so an, weiß nicht, so 25 ist ja, glaube ich, normal, ne? Aber wie gesagt, da kann sich auch jeder mal irgendwie Gedanken zu machen, wenn er Lust hat. Bis zum Wochenende, Samstag, werden wir dann da das große Voting machen. Ich hätte auch zwei Accounts mit Chars auf Tenova. Ich meine, so ein Char ist ja schnell erstellt, so, ne? Stunde Farmen, habt ihr auch ein bisschen Gold zusammen. Und letzten Endes müsst ihr ja eigentlich nur einmal mit. Und dann habt ihr quasi das ganze Gold schon fertig fürs nächste Mal. Weil ihr kriegt ja dann Münzen, ne? Und die Münzen könnt ihr ja dann verkaufen. Gibt ungefähr 1 Million bis 1,25 Millionen, glaube ich, pro Münze. Und für einen Durchgang gibt es, glaube ich, 25 ungefähr, also 20 bis 25. Und dann könntet ihr theoretisch diese Münzen verkaufen und habt dann quasi das Eintrittsgold wieder für die nächsten Runs. Und so könnt ihr euch quasi auch dumm und dämlich durch die Kombo verdienen, kann man so sagen. Gibt es immer noch so viel gedupptes Gold und Gegenstände oder passt das auf den neueren Servern? Also überall gibt es massenweise Gold und Items, speziell Items. Auf Terranova gibt es auch Items, aber hier gibt es das Gold nicht. Deswegen finde ich diesen Server eigentlich auch so cool. Auf Pangea, keine Ahnung, kostet er irgendwie ein XP-Samen 100 Millionen Gold oder irgendwie sowas. So, hier hast du halt einfach noch humane Preise. Du kriegst einen XP-Samen für, ich glaube, 900k bis 1 Million. Himmelstein. Was kostet der? 400k? 300k? Also das macht halt wirklich mehr Bock, muss ich sagen. Ne? Ja, das ist halt eine, wie ich finde, ist es eine sehr gute Kombination, ne? Dass du auf Terranova wenig Gold hast, aber viele Cash-Items. Das heißt, du kannst gegen Gold Cash-Items holen. Relativ. Also günstig. Du kannst dir das halt alles erfarmen, ne? Sonst hätte ich dieses Projekt auch tatsächlich nie angefangen, glaube ich. Meistermünze. Oha, 388k? Was ist denn jetzt los? Speed-Ups plus 30. 450kk. Ne? Also 4-1er-Juwel. 88kk. Wobei Mello ist eigentlich immer recht günstig, ne? Also, Chat, wenn ihr irgendwas braucht, Mello ist eure Adresse. Also, der Dude, der spielt wirklich viel. Oh, hier ist ein legendärer Skillzauber. 75 Millionen. Chat, wir müssen 75 Millionen zusammenfarmen. Alright. Was ich sagen wollte, Mello ist immer sehr, sehr aktiv im Spiel und hat so viele Items. Wenn ihr irgendwas braucht, whispert Mello an. Immer erste Adresse, wenn ihr irgendwas braucht. So, der Geheimtipp. Was haben Beishis denn für einen Buff? Und zwar diesen hier. Luftiger Schritt und windige Hände. Luftiger Schritt erhöht halt deinen Movement Speed, ne? Also ich habe jetzt gerade einen Movement Speed von 11,2. Und windige Hände, wie der Name schon sagt, erhöht halt dein Attack Speed. Der ist jetzt auf 7. Und durch einen schnelleren Attack Speed mache ich halt viel mehr Damage. Und Attack Speed ist King. Habe ich keine Buffs, gehe ich gar nicht erst los. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die richtige Einstellung. Nice, danke für die Info. Kein Problem. Dafür sind wir alle hier. Wenn welche Fragen sind, ne? Generell einfach Fragen. Mondsteinkiste! Sehr gut. Mondsteinkisten niemals aufmachen, immer verkaufen am Anfang, wenn ihr Money braucht, wenn ihr nichts habt. Nicht aufmachen, direkt verkaufen. Ich glaube 400k oder 500k eine Mondsteinkiste. Und gerade hier so im GDS, ne, das ist also wirklich ein ganz guter Spot, muss ich sagen. Da droppen die, also bei den Spinnen droppen die, glaube ich, doch schon mal recht gerne. Mit dem Killspeed wird Insekten-Event schwierig. Das stimmt schon, aber du musst halt irgendwo, musst du halt anfangen, ne? Irgendwo musst du anfangen, dir irgendwie Sachen zusammenzufarmen.
Also das, was ich jetzt mache, ne, es hat halt nicht so viel Effekt. Und ganz ehrlich, so ein Insekten-Event würde jetzt einfach viel besseren Effekt haben auch, ne? So, ich mache auch übrigens nur Giftraum. Also ich werde nicht weiterlaufen, weil ich müsste mich vollpotten, weil dann doch, wenn die Falle kommt hinter dem Giftraum, das tut doch schon weh mit der Low-Rüstung, die ich habe. Hier soll es EXP-Samen geben. Was? Wie viele kann ich mir davon kaufen? Kann ich hier alles voll machen oder was? Das Produkt existiert nicht. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Kette mit HP hab's auf den Korallen nicht vergessen. Ja, genau. Krass. Vielleicht muss man 4 kaufen? Nee, keine Ahnung. Bug. Ist kein Feature. Aber das ist gut. Das ist gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier mit XP-Sperre dann auch irgendwann anfangen. Weil wir dann auch unsere Gilden-Skills machen. Gilden-Skills ist sehr important. Sehr, sehr wichtig. So. Also, wir werden jetzt noch kurz beim NPC die gedroppten Sachen verkaufen. Und dann werden wir das Zeug in den Marktschreier packen. So, das gab jetzt fast wieder eine Mio. Und damit sind wir bei 17,4, kann man sagen, gerundet Millionen. Sehr gut. So, schauen wir uns mal an. Mondsteinkisten. Was kosten die denn? Oh, sind gar keine drin. Sind gar keine drin. Müssen wir gleich mal über den Markt luschern vielleicht. Die Samen behalte ich auch erstmal. Die Himmelsteine, ja komm, die behalte ich auch erstmal. Schauen wir mal eben kurz beim Markt, ob wir da was finden. Schauen wir mal, ob wir die verkauft kriegen. Dann wären wir schon tatsächlich bei über 20 Millionen. Gut, also fassen wir zusammen. Wir haben heute gut im GDS abgegrindet. Den ein oder anderen Drop haben wir auf jeden Fall kassiert. Es gab Hände für Samen. Es gab ordentlich Schatzkisten. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 18. Es gab einen Himmelstein. Es gab gut Lackers und Mondsteinkisten, die wir jetzt gerade reingesetzt haben. Und bald ist es dann soweit mit XP-Sperre. Müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht mal irgendwie auch ein Event mitnehmen, was Plussen angeht. Ich werde mir da auf jeden Fall mal was überlegen, wie ich das am besten mache. Also was quasi preis-leistungsmäßig am besten ist, am effektivsten ist am Anfang. Und so werde ich das dann machen.